Gerhard Blabol begrüßt Sie zu einer weiteren Sendung aus der Reihe mit Künstlern auf Du und Du. Hier erfahren Sie interessante Neuigkeiten, bisher noch nie Erzähltes und sehr Persönliches von Schauspielern, Kabarettisten, Sängern, Schriftstellern, Musikern, Malern, Bildhauern, Karikaturisten und anderen Kulturschaffenden Österreichs, durchmischt von der Lieblingsmusik der jeweiligen Gäste. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir sind heute zu Gast bei Ernst Hinterberger. Servus, Ernst. Grüß dich, servus. Wir haben gerade vorhin einleitend geredet, dass du ganz selten nur Radio hörst. Naja, weil ich bin seit über 50 Jahren Buddhist und wie ich glaube, ziemlich fortgeschritten. Und die meisten Sachen eigentlich interessieren mich nicht. Ein Radio ist meistens, wie ich sage, eine Bauchrednerei. Da wird über irgendwas hin und her geredet und es kommt nichts raus. Und Musik ist ja auch meistens irgendwie, also nichts Wienerisches, sondern irgendwelche anderen Sachen, interessiert mich eigentlich nicht mehr. Nicht? Und ich schaue mir in Teletext an, im Fernsehen, da steht ja auch alles Wesentliche drin und alles andere. Ich habe ja auch die meisten Einladungen weg. Nicht? Weil, was soll ich da herumgreifen bei so Leuten? Von den Seitenblicke oder dritte Garnitur im Felderhof, das ist ja witzlos. Nicht? Ich habe lieber mehr Ruhe und die Geschichte ist erledigt. Nicht? Wie bist du zum Buddhismus gekommen? Ja, ich bin gekommen, ich hab ja, war eigentlich als ein junger Hilfsarbeiter. Nicht? Und habe Judo gemacht und wir haben einmal gegen die Polizei gekämpft und mein Gegner hat gesagt, was machst du eigentlich privat, nicht? Außer Raffen. Habe ich gesagt, naja, ich bin im Magazin und schleppe Eisenstangeln. Nicht? Der hat gesagt, naja, es ist aber eigentlich auch nicht das Wahre. Nicht? Warum kommst du nicht zu uns? Nicht? Dann habe ich gedacht, das könnte man ja wirklich machen. Nicht? Dann habe ich also gesucht gemacht, eine Aufnahmeprüfung und war in der Polizeischule und nach 3 Monaten war ich der Kompaniebest. Und da sind die ganzen Keller gekommen von den politischen Parteien und so wissen nicht. Mitglied werden und immer denkt, für was? Ich bin nicht der Beste. Nicht? Nur, wenn wir mit der Schule praktisch fertig waren, habe ich angefangen mit den Augen, habe Brühen gekriegt. Und das war 54 unmöglich. Da hat es nur 2 Polizisten mit Augengläser gegeben. Einer war der General, der andere ist der Sekretär. Und Hinterberger hat den Deckel gekriegt und war wieder im Magazin Eisenstangen gezahlt. Nicht? Und das hat natürlich, hat mich irgendwie bewegt, weil ich mir gedacht habe, ich kann machen, was ich will, es kommt immer was dazwischen, nicht? Auch mit das und auch mit das und jetzt hast du die Augen gelesen und bist der Glasscheibenbongo. Und da muss ja irgendein Sinn muss dahinter stecken, nicht? Und nachdem ich in der NS-Zeit in die Schule gegangen bin, habe ich keine Religion gehabt. Jetzt habe ich halt so, bin ins Volksbildungshaus gegangen und habe gelesen, haufenweise, ob ich irgendwen finde, also, der mir eine Erklärung gibt, nicht, für mein verhautes Leben. Nicht. Und da bin ich also am Buddhismus gekommen und habe mich wirklich befasst, habe korrespondiert auch mit den Mönchen in Ceylon und habe einen Haufen Bücher. Und dann bin ich eben, weil das die Hinayana-Sachen, nicht, also die Ceylon und so, da muss ein Mönch sein. Nicht? Und jemand denkt, also Mönch, bis ich da die Schrift lesen kann und das, bin ich ein alter Mann, das bringt nichts. Und bin ich also übergewechselt sozusagen zum Mahayana, also zum Zen-Buddhismus und ich habe gefunden, das ist also wirklich meine Sache. Nicht? Und das habe ich also, wie gesagt, Jahrzehnte gemacht und ich bin aber für mich allein, also ich gehe nicht in die Religionsgemeinde, weil dort sind auch nur Leute, da wird geredet. Das brauche ich ja nicht, ich habe das alles gelesen. Mhm. Und dann meine Meister, habe ich mit einem chinesischen Master geredet, habe ich gesagt, der hat gesagt, wer sind deine Lehrer? Nicht? Ich habe gesagt, ja, da habe ich 2 in Beijing, der war im 9. Jahrhundert, und in Ikkyu, da war ein 15. Nicht? Das sind natürlich schon gestorben, aber es wurscht, sind ja meine Lehrer. Nicht? Und
studiere halt so eben weiter und bin also vollkommen zufrieden. Ich will nirgends dazugehören. Und ich sage auch immer, wenn ich irgendeinen Preis kriege, für was, eigentlich bin ich nichts. Nicht? Weil nach der buddhistischen Lehre sind wir nur Phantome im Prinzip. Nicht? Also das heißt, in Wirklichkeit, als Hinterberger Ernst, bin ich weder geboren, noch lebe, noch kann ich sterben, weil es mir in Wirklichkeit nicht gibt. Nicht? Nur meine Umgebung halt, die nimmt man wahr und die Umgebung glaubt auch, ich bin eben der Ernstl, nicht? Aber für mich bin ich praktisch nichts. Nicht? Das ist eine Emulation aus der großen Leere, also ohne H mit zwei E. Nicht? Und das reicht mir nicht. Und daher strebe ich auch also gar nichts an, sondern ich tue halt meine Arbeit und wenn ich irgendeinen Preis oder sowas kriege, gut, okay, nehme ich gleich ins Lager. Es ist eigentlich nichts. Nicht? Natürlich, die meisten haben eine riesige Freiheit, weil sie jetzt wieder ein Plätzchen haben, wo ich meine, was soll man das anhängen? Nicht? Und da habe ich seinerzeit das Goldene gekriegt, hat die Basti hat gesagt, die große Plätzchen, die hast du für einen Opernball. So bin ich da gehe nicht hin. Nicht? Und das Kleine, wenn du ins Kaffeehaus gehst. Also ins Kaffeehaus gehe ich auch nicht, weil ich trinke daheim Kaffee. Aber okay. Nicht? Und das ist eigentlich meine ganze Geschichte. Und ich wollte eigentlich nach dem Tod meiner ersten Frau, haben wir gedacht, also jetzt ist es wirklich zu Ende und ich laufe halt aus. Nicht? Aber sonst mache ich nichts mehr. Nicht? Und dann waren auch Wickeln, also mein ORF, ich schreibe nichts mehr, ich tue nichts mehr. Nicht? Und dann war ich mal eingeladen, was, ich hatte mir einen Orden gekriegt oder irgendwas anderes, war ich halt auch dort und vis-à-vis von mir sitzt einer so in mittleren Jahren und der sagt, warum schreibst du eigentlich nichts mehr? Nicht? Ich habe gesagt, weil es keine Sau interessiert und mich eigentlich auch nicht mehr. Nicht? Und der hat gesagt, aber mich würde es interessieren. Ne? Schreibt für mich einen Roman. Ich habe einen Verlag und ich mir denke, okay, wer bist du? Nicht? Und habe halt also dann wirklich einen Roman geschrieben und bin dann zu ihm hingegangen, das ist ja eigentlich ein Weltmeister, der hat ja ein riesiges Haus in der Schottenfeldgasse, Echo Media und da hat es ihm dann ergeben und jetzt schreibe ich jedes Jahr, solange es noch geht, dann traut man einen Roman und damit ist die Geschichte erledigt, aber sonst strebe ich eigentlich nichts mehr an. Nicht? Du hast ja in deiner Wohnung einen Buddha stehen und von den Buddha-Figuren gibt es ja glaube ich 6 oder 7 verschiedene Positionen und du hast ausgerechnet den, der mit den Fingern den Boden berührt. Ja. Und die Geschichte, soweit ich das weiß, im Hintergrund ist ja, dass der Buddha da irgendwo jetzt von schönen Frauen verführt werden sollte, damit er sie, weil er doch natürlich ein Mann auch war, ablenkt, hat er irgendwie mit den Fingern, glaube ich, den Boden berührt. Ist das was, was für dich auch zutreffend ist, dass du so richtig am Boden blind bist? Ja, sicher, aber die ganzen Buddha-Figuren, die hat eigentlich meine Frau gebracht und da die Strom hat der Rudi Todesschall gebracht, aber beide wissen nicht, meine Richtung ist bilderlos. Ja, der Zen-Buddhismus. Ja, ein Stück Holz und sonst gar nichts. Nicht? Und wir sagen ja auch, also meine Meister und ich sagen, man soll die Texte lesen, aber dann sind wir es vergessen. Weil es ist witzlos, wenn einer wie ein Paperl 500 Mal dieselbe Rede liest und dann kann er es auswendig und jeiert da vor sich hin. Entweder ich begreife was und ich habe das im Herzen oder ich begreife es nicht. Und wann hat das alles keinen Sinn? Nicht? Und ein anderer Meister, der hat einen Schüler gefragt, der ist ganz berühmt, ein Matsu hat der geheißen, warum sitzt du eigentlich den ganzen Tag in Meditationshaltung? Und der hat gesagt, Meister, das mache ich, weil ich will Erleuchtung erlangen. Und der Meister hat einen Ziegelstein genommen und hat ihn an der Wand gerieben. Und der Schüler hat gesagt, warum reibst du den Ziegel an der Wand? Nicht? Und der Meister hat gesagt, ja, ich möchte, dass aus dem Ziegel ein Spiegel wird. Das geht natürlich nicht. Und genauso ist es sinnlos, wenn du sitzt, in Lotus sitzt
und grunzt in die Gegend. Entweder du hast was im Herzen oder du hast das nicht. Und das ist also meine Richtung. Und das mache ich für mich und ich tue auch nicht missionieren. Ne? Das ist völlig sinnlos. Es kommen ab und zu Leute und die wollen irgendwas hören. Das steht alles geschrieben, das kannst du lesen. Ne? Der Buddha sagt das auch dauernd in die Reden. Das habe ich jetzt gesagt und denk drüber nach. Wenn du glaubst, das ist richtig, dann mach das. Wenn du glaubst, das ist nicht richtig, dann mach's nicht. Ende. Nicht? Und alles andere blime blame mit Weihrauch und noch und wieder und interessiert mich eigentlich nicht. Wir sind ja doch in einem überwiegend katholischen Land. Wie stehst du dann da zur katholischen Kirche? Naja, die ist praktisch ist mir uninteressant, weil ich kann mir unmöglich vorstellen, dass irgendwo einer sitzt mit einem weißen Bart und schaut nach, was der Ernst da unten auf Erden macht. Nicht? Das ist ja vollkommen absurd. Alles andere auch, nicht? Aber natürlich, die meisten Leute begreifen wir das überhaupt nicht. Nicht? Sondern da kenne ich einige, die sind ja so schwere Katholen. Und wenn ich sage, wir Buddhisten haben kein Gott und Seele haben wir auch keine, das gibt es ja nicht. Du bist ja nicht blöd, wie kannst du sowas sagen? Nicht? Aber für mich ist das immer Realität. Nicht? Gott ist uninteressant. Selbst wenn es einen gäbe. Nicht? Und Seele interessiert mich auch überhaupt nicht. Sondern wir haben ganz andere, wir haben da so eine zwölfteilige Reihe, bedingte Entstehung und da wird eins nach dem anderen erklärt, warum wir jetzt da sitzen, sagen wir, und reden, was der Grund ist. Nicht? Und wenn man den erkennt, so kommt man auch drauf, es ist alles nur ein Traum. Nicht? Und weil alle Meister, irgendwelche Koans, das sind so Art Gedichte, die aber nicht rational erklärt werden können. Nicht? Also ein berühmtes ist, wie hört man das Klatschen von einer erhobenen Hand? Na, überhaupt nicht. Nicht? Der normale, aber man hört es wirklich, und zwar ganz deutlich, aber man kann es nicht erklären. Und ich habe also da so einen Koan, wir sagen der achtfache Weg, nicht, zur Erleuchtung. Es gibt keinen Weg, nur Träume und Träume von Träumen. Und das ist also meine Maxime. Alles, was rund um mich und in mir passiert, das sind Wahnvorstellungen, das sind Träume und haben die Eigenart, wie jeder Traum, dass sie irgendwann einmal aufhören und damit hat es sich, nicht? Das bringt mir auf ein anderes Thema, Träume, die irgendwann einmal aufhören. Wir haben vorher kurz geplaudert über die 68er-Generation und du hast erzählt, dass die 68er-Generation an dir ziemlich vorübergegangen ist. Für die damalige Zeit war das natürlich auch ein Traum. Wie war das bei dir? Naja, bei mir ist das also vorbeigegangen und auch bei meinen Kollegen in der Fabrik. Ich habe da Arbeit gehabt, ich habe in Tag quasi 3-4 Tonnen Eisenstangeln umeinander geschleppt. Nicht? Das war mein Leben. Und jetzt kommen da auf einmal junge Leute und rennen herum und hupfen und schreien Ho Chi Minh und weiß ich was alles. Und wollen die Welt verändern. Und ich mir denke, das kann, wird nicht funktionieren. Erstens einmal sind das andere Leute als mir Baraba. Also, was die sagen, ist uns eigentlich wurscht. Mich interessiert mein Leben. Und zweitens, die Welt, glaube ich, habe ich damals geglaubt und glaube ich heute, Welt und Menschen, das verändert sich nicht. Es schaut nur anders aus, manches. Es gibt modernere Erfindungen, es gibt auch andere Kleidung und so weiter. Aber an sich, der Mensch ist in Unwissenheit und Träumen befangen. Und jetzt geht er eben drauf, dass er die Welt ruiniert, obwohl geredet wird und es sind Konferenzen und was, ich wird Geld rausgeschmissen. Kein Mensch kümmert sich um was. Nicht einmal um die Mülltrennung praktisch. Und das geht halt alles so weiter. Und die Staaten haben alle irrsinnige Schulden. Das muss ja irgendwann einmal gezahlt werden. Also das heißt, unsere Enkel, die werden ja dann praktisch Luft schnappen müssen und Wasser trinken und das wird alles gewesen sein, weil es ist ja kein Geld mehr da. Oder es kommt eine Inflation, aber das geht mir eigentlich alles im Prinzip nichts mehr an. Nicht? Ich habe meine Ansicht und die zählt und andere haben andere Ansichten.
ist einer unbenommen. Nicht? Und ich bin auch gar nicht der Typ, der jeden Schmarrn einem anderen erklären will. Deswegen komme ich auch mit den Leuten gut aus, weil wenn einer sagt, heute ist Donnerstag, nicht? Wenn jetzt einer kommt und sagt, heute ist Sonntag, sage ich, okay, ist Sonntag. Ist ja wurscht, nicht? Und ich muss ihm nicht 10 Minuten lang erklären, dass heute wirklich Donnerstag ist, nicht? Und denkst du da irgendwas dabei, wenn du ihm's nicht erklärst? Nein, eigentlich. Ich höre mir an, was die anderen Leute sagen, aber ich weiß von vornherein, es ist nur eine Rede, nicht? Also so wie jetzt, sagen wir, die sozialdemokratischen Parteien dort und da, jetzt fangen sie an, wir müssen alles ändern und so weiter. Aber die Leute können nichts ändern. Nicht? Das ist genauso, wie wenn ich jetzt sage, also ich bin 1,70 Meter und jetzt will ich alles dran setzen, dass ich 1,80 Meter werde. Das wird nicht gehen. So geht das auch nicht, nicht. Das ganze Herumjammern bringt eigentlich nicht viel, weil es sind die Leute gewählt und mehr kann man nicht machen. Nicht? Deutschland ist ja nicht schwarz-gelb und bei uns ist noch die große Koalition, obwohl natürlich die ÖVP leider die Oberhand hat meistens, aber wir haben das so gewählt und alles andere bringt nichts. Nicht? Das ist, man kann einen anderen nicht verändern. Nicht? Und man kann auch nicht verändern, dass die Leute, weiß ich, da haben sie einbrochen bei uns schon zum zweiten Mal, ein Ferrari-Händler, der hat einen Ferrari mit 330 PS. Also ich meine, der kann ja nicht normal sein, weil wo will er mit denen fahren? Das ist ja wie ein Flugzeug. In Wien muss er 50 fahren, in die Kasseln und 30er, auf der Autobahn maximal 130. Was macht er mit 300 PS? Nicht? Aber es gefreut einem nicht. Und ich habe einen Freund gehabt, der ist schon gestorben, war nicht Schwimmer. Nicht? Ministerialrat, der war stolz auf seine Armbanduhr, das ist 200 Meter wasserdicht. Ich sagte, du kannst ja überhaupt nicht schwimmen. Du gehst mit Schwimmraufen in die alte Donau. Ja, aber ich könnte. Also okay, könnte 200 Meter tief tauchen, aber eher nicht, nicht. So ist für mich das meiste. Und ich sicher, das sagen wir im Fernsehen und zum Teil also in Büchern. Ich will ja nicht unbedingt die Kollegen kritisieren, aber machen muss man. Die machen ja da die V-Krimis, das ist ja absurd. Also so blöd, wie da manche sogenannte Kommissare agieren, die hätten nicht einmal eine Polizeischule agieren. Nicht? Na meinst, machen das wirklich die Autoren oder pfuschen einem da hinten auch noch 100 Leute rein? Naja, es pfuschen erstens einmal Leute rein, die keine Ahnung haben. Und das haben meistens die Autoren auch keine Ahnung. Nicht? Weil es sind ja oft Sachen, sagen wir, die gingen in eine Wohnung, wo ein gefährlicher Verbrecher drin ist. Jetzt tun sie durchladen. Nicht? Was passiert mit der Pistole, wenn du durchladest? Ist der Hahn gespannt. Klar. Bei denen aber nicht, nicht. Weil da ist ein Schnitt dazwischen, jetzt hält er die Puffen hin und der Hahn ist unten. Also das sind Leute, oder irgendeine Frau mit 50 Kilo, Kriminalbeamtin, geht in ein Waldhaus, wo ein x-facher Mörder ist. Und nimmt den fest. Also in der Praxis geht er in das Häusl hin, aber kommt nie mehr retour, weil es eingeraum ist. Nicht? Und oft sagen wir auch, sind soziale Geschichten. Nicht? Eine Kollegin hat geschrieben, was über Frauen. Und da ist eine Bedienerin in einem Treppfrobot in den 20er Jahren. Die geht zu einem Rendezvous mit einem Chanel-Kostüm. Damals Bedienerin in Treppfrobot, sei mit irgendeinem billigen Kerl zu einem Rendezvous gegangen, aber nicht mit einem Chanel-Kostüm. Nicht? Oder es wird beschrieben, irgendeiner ist linksradikal. Das einzige Radikal ist ja den Che Guevara an der Wand hängen. Aber sonst ist er so wie alle anderen. Also, ich meine, das haut halt nicht hin. Nicht? Du hast ja eine sehr klare politische Positionierung. Wie bist du zu der gekommen? Bist du so aufgewachsen? Naja, ich bin praktisch so aufgewachsen und ich habe das ja auch immer wieder gespürt. So Leute wie ich, die müssen links sein. Also wenn ich sagen wir, es rechts wäre, oder weiß ich, ÖVP verbunden, müsste die ja einen Dachschaden haben. Nicht? Weil ich habe das mein ganzes Leben lang, also sehr lang gespürt. Ein Paraber, Prolet ist null für die Leute. Nicht?
Und jetzt hat sich das natürlich geändert, weil ich ein paar Diorden und einigermaßen Bekanntheitsgrad. Aber im Innersten bin ich für den noch immer ein Prolo. Ne? Ja, aber du bist der Prolo, der in Österreich unheimlich viel bewegt und verändert hat. Durch deine Bücher, durch deine Filme. Naja, gut, wenn mir das gelungen ist, freut mich, das war wirklich meine Absicht. Ich war ja 10 Jahre lang Büchereileiter, nicht, in der Volksbildung. Und natürlich habe ich mir ja keine Kartei gehabt, wie die städtischen, sondern die 6000 Bänder in der Ausleihe hast du müssen wissen, was da drin steht, ungefähr. Jetzt habe ich natürlich tonnenweise gelesen und habe gesehen, über meine Leute gibt es eigentlich nichts. Da war vor x Jahren der Petzold und weiß ich, in Deutschland der Oskar Maria Graf, allerdings für die Bauern, aber für die Wiener Unterschicht sozusagen, da gibt es nichts. Ne? Da man denkt, also das müsstest du eigentlich du versuchen, weil wir sind auch Leute, wir sind mehr und eigentlich machen wir alles. Die paar Blutzer, was da im Parlament sitzen, die machen ja nichts, die können nur reden oder beschließen was, aber durchgeführt muss das von uns werden. Also warum sollen dann wir also nicht auch in die Literatur kommen? Nicht? Und wenn irgendwelche Stimmen sind, das ist ordinär und weiß der Teufel was, wir sind eben so. Nicht? Und wenn ich, sagen wir jetzt, einen Akademiker frage, was er von Leben hält, der hält mir vielleicht eine halbe Stunde einen Vortrag in schöner Sprache, dass das Leben ist grau und noch und wieder. Und wenn ich jetzt, sagen wir, im Mundl frage oder irgendein Typ in Trautmann, der wird sagen, für mich ist alles eingeschissen. Ende. Er meint genau dasselbe. Er hat nur nicht also gelernt, sich zu artikulieren. Das ist alles, aber er ist wegen dem nicht schlechter. Nicht? Und solche Leute will ich ihm darstellen. Nicht? Und nicht, was ich, sagen wir, auch bei den deutschen Krimi, die meisten sind per se. Also ich kenne einen Haufen wirklich viele Kieberer. Die sind nicht per se. Weil es sagt, sagen wir, der Bezirksinspektor sagt zum Oberstleutnant auch, du Karl, was machen wir jetzt? Das ist so. Nicht? Und warum soll man das nicht so darstellen, wie es ist? Aber okay, jeder macht halt seins. Nicht? Du hast gerade gesagt, die kleinen Leute sind auch Leute. Sind die großen Leute, die sie jetzt gelernt haben, sich zu artikulieren, sind die jetzt da schlechter oder besser? Oder wie siehst du das dann? Ja, das sind genauso wie die Kleinen. Groß und klein ist kein Unterschied. Sie können halt, sagen wir, ihre Wünsche mehr erfüllen. Der kann sich, was ich kenne, der hat sich eine Armband gekauft um eine 3/4 Million Schilling. Nicht? Er tragt es zwar nicht, weil der hat einen Ladl, aber gut, er hat es. Und was ich, der Müllerbaby von den Dreierstieren möchte vielleicht auch haben, geht aber nicht. Da hat er ein Pech gehabt, aber er lebt weiter. Aber die ganzen, sagen wir, die Gefühle und Leidenschaften sind gleich. Auch der Papst hat auch Angst vor dem Sterben, obwohl er Jahrzehnte sagt, der Himmelvater, sicher ist er sich nicht, ob er aufgekommen ist. Und die ganzen Liebesgeschichten und Eifersuchtsmorde und was ich, Kindesmisshandlungen, das passiert praktisch bei Analphabeten und bei doppelten Doktoren. Also das heißt, die Gefühle sind gleich. Nur können sie die einen artikulieren oder versuchen es und die anderen können es halt nicht. Aber ein Unterschied ist da gar keiner. Nicht? Es freut sich der Große und der Kleine und das waren der Große und der Kleine. Nicht? Und für mich ist halt, sagen wir, wichtig, wenn einer jetzt einen geliebten Menschen verliert, so wird er sich kränken und wird warnen. Und in dem Moment ist ihm vollkommen wurscht, wer bei uns in der Regierung sitzt. Er hat seinen Verlust, glaubt, die Welt stürzt dann in Wirklichkeit endet. Und erst wenn das vorbei ist, dann wird er sich wieder darum kümmern, wem er will, wer regieren soll. Und genauso ist es bei einer Freiheit. Nicht? Wenn einer eine große Freiheit hat, der freut sich ihm und es ist ihm egal, ob der Schüssel umschießt oder der Dusenbauer oder irgendwer. Die meisten Leute, die vergessen das halt nicht.
das möchte ich eben, wenn es mir gelingt, eben darstellen. Nicht? Und deswegen ja auch die Krimis, sagen wir die normalen, wie heute hat einer seinen Vater erdrosselt. Nicht? Das ist ja auch Fernsehen, sind ja auch Bauchredner, da schreiben wir oben, erwürgt und 10 Zeilen weiter erdrosselt. Erwürgen ist mit den Händen und erdrosseln mit einer Schnur, aber okay. Das sind alles sinnlose Aktionen. Und die Leute erwischen sie nach ein paar Stunden. Also über solche Leute kannst du nicht schreiben. Das geht das nicht schreiben, das war ein Trottel. Und jetzt geht er ihm ins Häfen aus. Nicht? Und ich versuche ihm, dass meine Mörder interessantere Motive haben. Nicht? Immer, wenn wir geredet haben, ob sich der Mensch ändert, die Menschen sind ja nicht zu verändern. Jetzt macht einer was, der ist einmal geisteskrank. Kommt er in eine Sonderanstalt. Da gibt es immer wieder Fälle, die werden dann von einem Psychologen, das sind überhaupt meine Lieblinge, ne? Die Vitus, die Gemeinderätin, der ihr Mann ist auch einer. Ne? Und ich sage, du Ernst, alle Psychologen sind nicht dumm. Ich sage, okay, deiner nicht, aber sie bemühen sich halt, aber es kommt nichts aus. Ne? Und so wie das vor ein paar Jahren war, wird dann immer eine Psychologin angestochen mit einem abgebrochenen Löffel, weil so blöd sind die auch nicht in die Anstalten. Natürlich, der sagt halt das, was die Herren wollen. Aber wenn er Freigang hat, vergewaltigt er den Nächsten oder bringt wem um. Weil das ist in den drin, da kann man nichts machen. Nicht? Und das ist auch, ich bin, sagen wir, mehr oder weniger ein phlegmatischer Mensch. Nicht? Ja, das bin ich halt, aber ich kann nicht der Hektiker werden. Der vor lauter Freitagmeter in den Häs springt oder weiß ich irgendwas. Das bin ich eben nicht. Und so ist es. Jeder hat irgendwie sein Level und da ändert sich nichts. Nicht? Ja, aber was soll man jetzt da machen mit jemandem, der in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher sitzt? Naja, natürlich, das klingt brutal, aber man soll ihn drin lassen. Nicht? Weil es kann ja jeder so denken und machen, was er will. Solange nicht eine Gefahr ist für die Umgebung. Nicht? Und wenn ich, sagen wir, Stimmen höre, irgendwer schafft mir an, ich will meine Nachbarin umbringen und ich mache das, dann gehöre ich ihm weggesperrt. Dann nutzt das nichts. Nicht? Wenn die auch sagen, ja, sonst ist eigentlich ein lieber Mensch und wir wissen nicht, warum, was ihm da eingefallen ist. Gewisse Sachen gehen ihm nicht. Das ist so. Wenn die Ampel rot ist, muss im Steh bleiben. Ne? Und so ist es da auch. Es gibt gewisse Verhaltensmaßregeln. Und wenn du eben für die Umwelt eine Gefahr bist, dann gehst du eingesperrt. Und natürlich, da bin ich auch wieder gekommen, Fettnäpfchen. Die Buben, was da Leute zusammentreten, da brauche ich gar nicht herumjähren jetzt, was hat der für Eltern gehabt. Und er weiß, dass er hintreten hat. Und das reicht. Der gehört weggesperrt, weil der wird das wieder machen. Ne? Und die ganzen Erklärungen, im Prinzip, außer es ist einer vollkommen irr oder schwerst schizophren, jeder weiß, was er macht. Ne? Und wenn ich jetzt in die Bank runtergehe mit der Puffen und die erwischen mich und ich sage, na, geschossen hätte ich eh nicht, ich wollte nur drohen. Wer weiß das? Ne? Ich bin bewaffnet reingegangen, also gehöre aus dem Verkehr zu. Ist alles ganz einfach. Ne? Und genauso ist es auch, wie manche große Leute, Direktoren oder Politiker, die machen linke Geschäfte und die wissen das. Weil um das Geschäft zu machen, muss man eine gewisse Intelligenz haben. Also die machen das absichtlich. Und dass dann herumgeredet wird, ja, der hat geglaubt und so weiter. Und wenn wir dann Untersuchungsausschuss machen, der redet dann vielleicht über unseren auch irgendwas, lassen wir es lieber stehen und so weiter. Das bringt nichts. Und warum sollen wir das im Fernsehen anschauen? Ne? Ja, aber schreiben tust du schon über sowas? Schreiben tue ich schon, aber natürlich nur im, sagen wir, über Kriminalsachen, die ich kenne. Weil seinerzeit war im Gespräch, welche Stadt wird Landeshauptstadt von Niederösterreich? Der Kehlmann hat gesagt, der Alte, nicht? Ich soll was schreiben über Immobilienhaie und so weiter. Und ich habe gesagt,
das kann ich nicht. Und er hat gesagt, du kriegst aber ein gutes Geld dafür. Ich sage, ja, habe ich immer Biss gehabt, ich kenne das Milieu nicht. Das ist witzlos. Nicht? Also lass es stehen. Und genauso ist, gutes Beispiel ist der Toderer. Er war ein erstklassiger Autor über seine Leute. Wenn da irgendwie, aber sagen wir, Huren vorkommen oder Zuhälter oder Hausmeister, da hat er recherchiert und die haben ihm halt Geschichten erzählt. Aber da, in dem Moment bricht sein Text ein, weil so ist es in Wirklichkeit nicht. Aber das hat der Herr Doktor eben nicht gewusst. Nicht? Und darum schreibe ich nur über Sachen, was ich wirklich weiß. Nicht? Und das wird mir ja bestätigt, meine Freunde oder Kollegen oder wie immer, von der Polizei, die sagen, ah, der Maurer, was du schreibst, so ist es wirklich. So, wir sind so. Ne? Mehr kann ich ja nicht und mehr will ich auch gar nicht. Ich will nur einen gewissen Personenkreis und sein Milieu beschreiben. Und sonst ist nichts. Ne? Das mit dem Milieu beschreiben ist da ja im Kaisermühlenblues zum Beispiel wunderbar gelungen. Naja, eigentlich schon. Nur, ich habe dann das Gefühl gehabt, jetzt ist eigentlich alles passiert. Nicht? Natürlich der ORF, weil es eine erfolgreiche Serie war, und auch die Produktion ewig, ewig, ewig weiter. Nicht? Und mache Schauspieler natürlich auch. Aber ich habe gesagt, alles, was möglich ist, ist passiert. Und die ganzen Ideen, was da herantragen worden sind, weiß ich, dass irgendeiner von den zwei Bezirksräte Minister wird. Und absurdeste Ideen. Das spüren sie in Wirklichkeit nicht. Ne? Und ich habe dann eben gesagt, wenn ich irgendein Spin-off mache, dann mit dem Trautmann. Mhm. Ne? Aus dem kann noch was werden. Aber alle anderen, die haben alles, was möglich ist, erlebt. Ne? Und wenn es einer gravierend ändern würde, das kommt in Wirklichkeit nicht vor. Ne? Hast du eigentlich bei der Besetzung von die einzelnen Rollen auch was zum Mitreden gehabt oder ist das vollkommen im ORF passiert? Nein, ich habe eigentlich nur bei einem was gehabt. Natürlich bin ich am Anfang gefragt worden, wer spielt die Schimek? Nicht? Und ich habe gesagt, ich hätte gern das Wobo da. War ein grober Fehler gewesen. Nicht? Und der Schwabinitzki hat gesagt, die Mente ist besser. Und ich hab die damals ja noch nicht gekannt, die Marianne. Als Sängerin habe ich es gekannt, aber das ist das Spiel da. So ist die also da die Schiene geworden. Und das Wobo da absolut unschlagbar als Hausmeisterin. Ne? Und alle anderen, ich habe niemanden gekannt. Ich habe in Fröhlich nicht gekannt, in Götz habe ich gekannt, in Kaufmann. Und in Falk und die anderen, die habe ich alle nicht gekannt. Und der Trautmann, das war, der Hirschall hat mir einmal gesagt, er tut auch singen. Ne? Und ich habe gesagt, aha, nicht leib. Und ich habe gesagt, komm mal in den Rabenhof, ich singe dort mit einem anderen. Ne? Zu der Zeit habe ich eigentlich einen Mann gesucht für die Schimmel. Weil das mit den Schwarzen, das hat sich praktisch, sowas muss sich da drinnen. Ne? Erstens einmal ist der Schimmel viel älter als wie der Schwarze. Und dann, wenn der dann ein Junge aus seiner Heimat kennenlernt, ist der Schimmel gefurt. Natürlich damals der Schwarze, der Frank, hat gesagt, ich bin ein Rassist und so weiter, weil ich ihm rausgeschrieben habe. Und ich habe gesagt, Frank, das ist normal. Ob das jetzt schwarz, rot, gelb, grün oder sonst eine Hautfarbe ist, wenn einer eine Jüngere kennenlernt, wird er die Ältere anhängen. Das hat mit einem Rassismus nichts zu tun. Und also die sind rausgekommen, das ist der Hirschall und der Böck. Da hat der Böck einen Pferdeschwanz gehabt. Nicht? Und ich habe sofort gesehen, der Hirschall spielt und Strizi. Und der Böck ist einer. Mhm. Und zwischen Strizi und Zibera ist eigentlich nicht viel Unterschied. Erstens einmal reden sie ziemlich gleich, müssen sie, dass sie sich ja verstehen. Nicht? Weil ich Einschub, ich war einmal geschworener und da war eine idiotische Raubsache. Also, es war noch ein Gesetz nach einem Raub, aber wirklich halt eine besoffene Geschichte. Und der Richter sagt zu den Angeklagten, sie sagen heute das, aber aufgrund ihrer Einlassung vom vorigen Monat
fängt er an zum Schreien, sagt der Herr Rat, ich hab noch nie einen reingelassen, jetzt rede ich überhaupt nichts mehr. Nicht? Also man muss doch gleich und gleich mit den Leuten reden. Wenn ich irgendein Christkindl sagt, deine Einlassung, der weiß nicht was, oder meint das Verkehrte. Und so war das also beim Bild. Und der ist ihm dann also, dadurch haben sie in der Trafik eingebrochen, von der Schiene, weil wie kommen das uns zusammen? Nicht? Und da habe ich gesagt, den kann ich weiter tun. Nicht? Und das waren also eben dann die Trautmann-Geschichten. Aber sonst, ich habe ja auch zum Beispiel überhaupt nicht daran gedacht, dass ich mitspiele. Mhm. Da, der Naderer. Aber die habe ich gesagt, ja, der Hitchcock, der spielt auch in seine Filme mit. Gut, der geht ja nur durch und schaut. Nicht? Und ich habe da einen Text gehabt und so weiter. Aber ich habe gesagt, okay, na gut, kann man ja machen. Nicht? Die sagen ja, naja, du bist doch echt gut. Ich bin nicht gut. Ich könnte nie ein Schauspieler sein, nicht? Weil mein Gesicht drückt meiner Meinung nach nichts aus. Nicht? Aber für den Ungustl ist natürlich wahrscheinlich meine Redeweise günstig, weil ich sage lustige oder ordinäre oder beleidigende Sachen, alles mit der gleichen Tonart. Nicht? Und so ist es also dazu gekommen. Und beim Trautmann wollten sie dann auch, du musst mir, ich habe gesagt, nein, das soll der Böck machen und der anderen. Wie gesagt, ich habe ja auch in Schwarz nicht gesehen. Nicht? Sein Vater, mit dem war ich befreundet. Ich habe gar nicht gewusst, dass der einen Buben hat, der auch Schauspieler ist. Nicht? Ich glaube, das bringt auch nichts. Nicht? Also, ja, sagen wir, natürlich beim Mundl, da habe ich schon hingeschrieben, weil ich ihn erkannt habe dann. Nicht? Aber bei der ersten Folge habe ich überhaupt niemanden gesehen von den Schauspielern. Nicht? Sind wir halt vorgestellt worden. Und jetzt natürlich auch bei den Mundl-Kinofilmen, klar habe ich hingeschrieben am Karl, weil ich ihn kenne. Und wenn da, sagen wir, von anderen Ideen gekommen sind, was er vielleicht noch machen könnte, ne, habe ich gesagt, nein, der Mundl ist der Mundl, ob er jetzt 50 ist oder 80. Er ändert sich nicht in sein Wesen, also das lassen wir lieber, ne. So ist eigentlich mein Vorgang beim Schreiben. Nicht? Und sagen wir auch in den Büchern, dadurch, dass ich alt bin und verschiedene Berufe gehabt habe, habe ich auch hunderte Leute kennengelernt. Und irgendein Erfinden fällt mir überhaupt nicht schwer. Nicht? Und vor allem, ich muss nicht recherchieren, ich weiß genau, wie der reagiert auf was und wie er redet. Damit ist die Geschichte, braucht, sagen wir, nur nachdenken, über den Blut, nicht? Aber die Leute. Und ich gehe auch, sagen wir, so vor, wie in Wirklichkeit, nicht? In der Praxis liegt wo einer. Der ist umgebracht worden, jetzt muss man mal schauen, wie ist denn sein Umfeld, nicht? Hat er Feinde oder was könnte da möglich sein? Und da ergibt sich das automatisch, nicht? Dass so und so viele Leute ihm vorkommen. Nicht? Auch die Zufälle, die machen wir, sind auch automatisch. Nicht? Weil es ist ja auch, was offiziell nicht gesagt wird, es gibt ja haufenweise Zundgeber. Nicht? Das sind so kleinere Kriminelle, der hat irgendwas gemacht, der geht jetzt noch dann hin oder wenn er gefasst wird, sagt er zum Geber, ich weiß was, was kriege ich dafür? Weil für nichts ist nichts. Ne? So sagt er, okay, also was weißt du? Ja, sagt er, ich weiß, der und der hat dort und dort eingebrochen in das Fotogeschäft. Jetzt geht er hausieren mit billigen Kameras. Ne? Wird der Kieber sagen, so gut, schleichte, ich habe nichts gehört und den hole ich mir jetzt. Mhm. Weil die Polizisten sind genauso wie andere Leute keine Hörseher. Also das rennt so. Ne? Nur offiziell läuft es nicht so, wird es bestritten. Es sind ja viele Sachen, die rennen eben so und nicht anders. So wie, sagen wir, viele Leute bei einer politischen Partei, die sind ja nicht jetzt glühende Marxisten oder irgendwas anderes. Der geht dazu, weil er was will. Ne? Und wenn ich wo dabei bin, kriege ich leichtere Wohnung.
oder kriegst mein Bauer leichter einen Haken, weiß ich, in einer Bank oder kriege ich einen Kredit. Die sind halt eben dann dabei und zahlen einen Beitrag. Aber im Prinzip, wenn man es dann genauer fragt, was hat der eigentlich gesagt, der Karl Marx oder irgendwie andere? Was fragst du mich? Ne? Man rennt halt irgendwo mit und freut sich, dass man dabei ist. Ne? Das ist ja auch bei den ganzen Festlichkeiten da, ADV und Seitenblicke. Da denke ich mir oft, das könnte es eigentlich normal nicht geben. Das sind erwachsene Leute und führen sie auf als wie Idioten. Wie in einem Kindergarten. Lachen ununterbrochen, binden sie rote Nasen um und so weiter und hupfen umeinander. Aber die Leute sind so. Nicht? Deswegen muss ich nicht so sein. Du, ganz anderes Thema. Was hältst du von der Liebe? Ja, die Liebe, da halte ich eigentlich sehr viel. Und ich möchte sagen, die Liebe ist für normale Leute das, was für uns Zen-Buddhisten eine blitzartige Erleuchtung ist. Also bei uns heißt es Satori und das tritt ein, ohne dass man darauf hinarbeitet, sondern über die Koans zerbricht man sich den Kopf und kommt oft nicht dahinter. Nicht? In Wirklichkeit sind alle 1000 oder mehr, sagen genau das Gleiche aus. Nur kommt man nicht drauf. Aber irgendwann durch ein Ereignis kommt man drauf. Also sagen wir, es bremst vielleicht ein Auto oder es schreit wo ein Vogel in Wald oder irgendwas. Und dann war's das. Und so ist es bei der Liebe auch. Das muss momentan kommen und ich muss das spüren und wissen, das ist die. Und die ganzen anderen Sachen, Annoncen oder jetzt im Fernsehen, mit Gewalt geht gar nichts. Nicht? Weil, wenn ich jetzt, sagen wir, mit Gewalt eine Frau suche und ich finde da irgendeine Annoncen oder im Fernsehen, er soll Musik lieben, gern wandern und weiß ich was alles. Und ich will wirklich eine unbedingte Frau, dann würde ich mich verstehen. Dann würde ich mit dir in die Oper gehen, wenn wir zwar denken, gut, 3 Stunden Liebe, geht man am Weg. Ne? Oder wir wandern, obwohl mir die Natur absolut wurscht ist. Ne? Und irgendwann wird sie zeigen, die Verbindung stimmt nicht. Und genauso ist es mit der Liebe, weil ich habe, das ist mir vorgeworfen worden, ein Buch geschrieben, wie meine erste Frau gestorben ist. Ne? Und da steht also mein bisheriges Leben mit ihr. Und die ist eben jetzt gestorben, für mich ist es zu Ende, mich interessiert die Welt nicht mehr. Ne? Hat mich auch nicht interessiert. Und ich habe da natürlich Anrufe gekriegt und Brief. Auch ich bin einsam, wo man denkt, du hast da Pech gehabt, aber interessiert mich auch nicht. Und dann ruft eine Frau an und will mit mir reden und sagt, ich muss ihren Vater kennt haben. Ja, wie hat denn der geheißen? Ja, so und so. Wir haben in der gleichen Volleyballmannschaft gespielt. Nicht? Und da haben wir gedacht, mit der könntest du ja wirklich eine Stunde reden. Nicht? Wie geht's denn mit dem Vater? Nicht, er ist gestorben und so weiter. Die Mutter auch. Aber es hat nur treffen uns auf einen Kaffee. Nicht? Da ist eben also dann die jetzige Frau gekommen, die ist über die Straßen gegangen und die hat gesagt, das ist es. Ende. Man braucht ja nicht, weiß ich, was für Denkkonstruktionen machen, sondern das ist. Nicht? Natürlich im höchsten Sinn nur ein Traum. Nicht? Aber immerhin, im Moment ist der Traum real und da braucht man gar nicht, weiß ich, analysieren oder irgendwas machen, sondern das ist so, nicht? Praktisch. Das ist in mich eingedrungen, damit ist die Geschichte praktisch erledigt. Nicht? Und weil das so ist, das ist genauso wie, sagen wir, beim Sehen. Ich brauche nicht über was anderes nachdenken. Weil ich habe das und damit ist die Sache gelaufen. Und genauso ist es mit der Liebe und mit der Ehe. Ich komme halt nie auf die Idee, dass ich anderen Frauen nachschaue. Zum Beispiel. Oder wie es heißt, ich habe gesündigt in Worten, Werken und Gedanken. Das kann gar nicht aufkommen. Nicht? Weil wir zwei sind praktisch eins. Und damit sind alle Fragen geklärt. Also, und ich merke das ja auch, na gut, ich merke sehr viel nicht. Nicht? Aber wenn meine Frau sagt, der da jene, die macht auch Wahnsinn.
das war mir in Lienleben aufgefallen. Ne? Ich mache zwar, was alle machen, gute Bekannte oder so, werden auf die Wange geküsst, aber da ist kein Gefühl dabei. Ne? Das macht man halt und die Geschichte ist erledigt. Ne? Das sind alles Sachen, die existieren oder existieren nicht. Und ich bin, sagen wir, der gegenteilige Typ von Goethe. Das ist natürlich auch wieder ein Prolo-Ausspruch. In dem Moment, wo er einen aufs Kreuz gelegt hat, hat er Gedicht drüber geschrieben. Nicht? Daher eine Menge Gedichte. Nicht? Und am Schluss, wie er starr alt war, und der hat wohl die Junge da in Karlsbad, hat aber keinen Stich gemacht. Was ist entstanden? Weltberühmt Karlsbader Elegie. Hätte er sich alles ersparen können, nicht? Ja, aber wir hätten eine ganze Menge literarische Ergüsse verpasst. Naja, das ist klar, nicht? Das ist logisch, es sind ja sehr viele, die praktisch über sich selber schreiben. Nicht? Nur die Guten können das irgendwie verschlüsseln und die Schlechten halt nicht, nicht. Da wird es auffällig, dass da irgendwer, kriege ich aber auch mit Manuskript zu lesen, vollkommen uninteressant. Die Frau Meier glaubt, sie ist der Mittelpunkt der Welt und so weiter, ist aber nicht, ist absolut uninteressant. Nicht? Also muss man das schon ein bisschen erhöhen. Nicht? Und bei den ganz Berühmten gibt es dann wieder die sogenannten Psychologen und Literaturkritiker, die schreiben dann ganze Bibliotheken. Was hat sich der Kafka eigentlich gedacht beim Schreiben? Nicht? Hat er jetzt den Hitler gemeint oder in Mao? Oder sonst wem und irgendein anderer, wie der geschrieben hat, hat er das geschrieben, weil er impotent war, oder hat er befürchtet, eine Impotenz, und der Thomas Mann, war er homosexuell, und wenn ja, hat er es ausgeübt, oder nur latent, und so weiter, und was hat das für einen Einfluss gehabt auf seine Kinder, die ja homos waren, ne? Das ist vollkommen unsinnig, sondern du gehst her und lässt die Budenbruchs und dann hat es dir gefallen oder nicht, und das ist egal. Ne? Sagen wir, wirklich kennt habe ich eigentlich nur in Simmel. Ne? Der war ja auch nicht so wie seine Leute. Also teilweise schon. Ne? Aber der hat ihm auch halt ein Bücher geschrieben, erfundene Geschichten. In Wirklichkeit war er auch anders. Ne? Und es ist auch immer witzlos, wenn man dann draufkommt. Der eine schreibt, weiß ich, so schöne Bücher und dann ist er für den Vietnamkrieg zum Beispiel. Das sind zwei Sachen. Der eine ist der Mensch, der andere ist der Schreibt. Oder es gibt ja auch weltberühmte oder in Österreich weltberühmte Maler. Da denkt man sich, weiß ich, was der im Kopf hat. Wenn du ihn kennenlernst, siehst du, es ist ein Trottel, den interessiert Saufen und Fressen. Und alles andere ist ihm eigentlich wurscht. Und dass er für seine Büdeln kassiert. Ne? Also ist nicht die hehre Lichtgestalt, als die er dargestellt wird. Naja, aber jeder stellt sich natürlich selber gern nach außen eine Spur besser dar, als er ist. Sicher, und natürlich, die meisten Leute sehen sie ja selber auch nicht. Bei mir, sagen wir, dass ich untertreibe oder zu bescheiden bin, wie mache ich so, das liegt ja nicht eigentlich teilweise am Buddhismus, aber zum großen Teil, dass ich 10 Jahre lang Büchereileiter war und wir haben in Otterkring gehabt 26.000 Bände. 20.000 waren im Magazin und 6.000 in der Ausleihe. Bei den 20.000 waren Leute darunter, die vor 100 Jahren oder 150 Superstars waren. Und das geht keine Sau. Nicht? Wenn ich irgendwann sage, Raul Auenheimer, wer war das, nicht? Oder Wüdenbruch, oder was weiß ich. Die waren mindestens so berühmt wie der Simmel, und heute stehen sie hinten und vom modernen Regal. Und genauso ist es mit uns. Wer wird von uns bleiben? Fast keiner. Nicht? Gut, sie schreiben natürlich, weiß ich, die Jelinek und der Handke und so weiter. Ich glaube aber, wann einer bleibt, ist vielleicht der Thomas Bernhard, weil so einen Monomanen gibt es sicher nur einmal in 100 Jahren. Nicht? Aber alles andere ist Alltagsliteratur und es nimmt ja auch viel Bezug auf Sachen,
die in 20 Jahren nicht mehr existieren. Nicht? Das ist genauso, ich habe mal gelesen, ein Simenon, der mir gerät, ist halt unvorstellbar. Wenn er irgendeinen Anruf macht, geht er zu einem Straßentelefon und ruft an. Nicht? Und weiß ich, und steht in der Regen und tut Pfeifen rauchen. Da kommen ihm die Ideen, das ist halt nicht mehr. Heute sind Gruppen, bis zu 20 Leute, die bearbeiten was. Nicht? Und zum Telefon geht natürlich auch kein Mensch mehr, sondern das hat auch entweder Steher, der hat ein Handy mit. Die ganzen, weiß ich, sag mal, Effi Briest war einmal eine Riesensache. Nicht? Wem interessiert das halt? Nicht? Also sagen wir, wohlwollend ausgedrückt, in 100 Ehen gibt es sicher 80 Ehebrüche. Ohne dass da, weiß ich, zu einem Duell kommt oder zu sonst was, nur irgendein Idiot nimmt halt sein Puffen oder sein Messer und sticht seine Frau, den anderen Liebhaber. Aber das sind Leute, die auch nicht in der Realität leben. Ne? Das ist eben nicht mehr so. Und ich habe selber einige Leute kennt, hat's geheißen, der wollte alles nieder. Na gut, der hat ein paar Bücher geschrieben, hat nichts niedergewalzt. Ne? Jetzt ist er gestorben und die Geschichte ist erledigt. Und auch die Stars, wir schauen uns gerne die Quiz-Sachen an. Ne? Da sind oft Fragen, wer war der normannische Schrank? Na, ich weiß. Ein 30-Jähriger hat keine Ahnung. Nicht? Das sind dann alle möglichen, Kurt Jürgens und so weiter. Wer waren die Leute? Wer war der blonde Hans? Heute könnte er gar nicht mehr spielen, weil das geht ihm gar nicht. Seit dann 50 ist schauerlich, was wieder spielt. Nicht? Damals war er größer. Nicht? Und heute ist wiederum, eine Zeit lang waren völlige Frauen up to date und heute hast 40 Kilo Heigeigen, Bandarmgewichtler. Ne? Die haben so dicke Schenkel wie Walen und rennen umeinander und schauen drei wie Händel, was sie das Brot weggefressen haben. Das ist eben der Lagerfeld. Dann kommt der andere, der hat, dann bringt dann wieder vielleicht 90 Kilo Frauen. Ne? Und dann sind die wieder, und so ändert sich das alles. Und es bringt gar nichts, wenn man sich da allzu viel drum annimmt. Ne? Naja, damit haben wir jetzt da einen geistigen Bogen gemacht, wann sich alles ändert und da gleich bleibt. Das bringt mich so ein bisschen zum Hermann Hesse und seinem Zitat da. Ernstl, wir sind am Schluss der Sendung. Vielen Dank fürs Gespräch, für deine Meinungen. Sehr gern, ja, hat mich gefreut. Und wer das hört, entweder wird es ihm gefallen oder nicht, sei Angelegenheit und wir werden es sehen. Ne? Gern, ja. Ja, bei mir ist es klingt manchmal vielleicht irgendwas ein bisschen komisch, weil ich Dialektsprecher bin. Nicht? Andere Leute reden halt nach der Schrift, aber ich habe das nie gehabt. Und daher der Dialekt, ich habe versucht, wie die Büchereileiter war, nach der Schrift zu sprechen. Das geht aber in Unterkring nicht. Da kannst du nicht sagen, da habe ich ein interessantes Buch für Sie. Ich muss sagen, da wäre Leibwandsbüchel, wird Ihnen gefallen. Nicht? Und so bin ich halt geblieben. Nicht? Das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder auftreten. Auf Wiederhören. Also ich wünsche das Gleiche und Sie werden ja hören im Laufe der, weiß ich, eine Stunde oder 3, 4, was ich da alles von mir kriege. Das war eine weitere Sendung aus der Reihe mit Künstlern auf Du und Du. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie Lust bekommen haben, auch bei anderen Sendungen reinzuhören oder Sie uns einfach Ihre Eindrücke mitteilen wollen an gerhard.blabol@aon.at. Bis bald, Ihr Gerhard Blabol.